Zu uns geflogen sind diese Briten, die Purple. Nach ihrem Abschiedskonzert im vergangenen Jahr gibt's nun doch noch mal ein Hamburg-Konzert mit der legendären englischen Rockband. Und zwar jetzt gerade live im ausverkauften Stadtpark. Aber man kann auch draußen lauschen, so wie Julia Wolf. Julia, wer erlebt denn da alles Deep Purple ohne Ticket? Es sind total viele Menschen hier vor Ort, vor dem Eingang quasi. Wir haben auf der ganzen Fläche, auf dem Parkplatz und auch schon an der U-Bahn so viele Fans gesehen, die sich in Stimmung gebracht haben, teilweise mit einem kleinen Wegbier sich hier auf den Weg gemacht haben. Hier sind auch einige, viele muss man schon sagen, die picknicken, einige Familien, viele, die aber auch, wie es scheint, die letzten Jahrzehnte die Band schon begleitet haben, als große, große Fans. Rainer Hoffmann und seine Truppe ist auch hier. Ich komme mal kurz runter. Warum hier und nicht drin beim Konzert? Ja, also letztes Jahr habe ich das leider verpasst, da war das ja eigentlich das Abschiedskonzert. Dieses Jahr ist es nochmal, das ist noch schöner und endlich mal im Stadtpark in Hamburg. Ne? Wir sind aus Mölln angereist mit einer ganzen Gruppe hier und dann feiern wir ein bisschen, haben Tisch mitgebracht, bisschen Bier, bisschen Essen. Alles toll. Jetzt gerade ist noch der Umbau zwischen der Vorband und gleich geht es ja in wenigen Minuten wirklich los. Auf welches Lied freuen Sie sich besonders? Smoke in the Water. Ne? Das wird ja bei irgendwann kommen heute Abend. Das ist das absolute Lied für mich. Definitiv. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß und wandern mal hier rüber. Hier sieht es nämlich auch ganz gemütlich aus. So, hallo. Seit wann sind Sie denn schon Fan von Deep Purple? Eigentlich von Anfang an. Also ich bin mit der Band groß geworden. Das ist meine Jugendzeit. Auf keiner Fete durfte die Musik fehlen. Einfach perfekt. Und haben die es immer noch drauf? Davon gehe ich mal ganz stark auf, ja. Gibt es einen Song, auf den Sie sich besonders freuen, der heute Abend gespielt werden soll? Ja. Am liebsten eigentlich Smoke on the Water, wie immer. Ja, das ist definitiv ein Klassiker. Ich glaube, auf den können Sie sich auch ganz sicher freuen. Was macht die Musik aus, in ganz kurz noch? Das ist einfach Heavy Metal vom Feinsten. Und so muss es sein. Super. Also, die Jungs schaffen es auch auf jeden Fall, hier vor dem Eingang Stimmung zu machen. Vielen Dank, viel Spaß. Und dann kann es ja gleich hier losgehen. Es ist das Deep Purple Lied. Der Song, der Überhit, der alles überstrahlt und ohne den sie nicht von der Bühne gehen. Allerdings ist ebenso richtig. Deep Purple hat mehr Songs als Smoke on the Water. Es gibt besseres. Welche? Highway Star. Genau, folgerichtig Highway Star als Opener des Abends. Ian Pace am Schlagzeug, 75 Jahre jung, Gründungsmitglied. Don Airey an der Hammond, Neuzugang Simon McBride Gitarre und Ian Gillan Gesang. Weltbekannt in kleiner Runde, in diesem Ambiente, einfach super. Deep Purple ist für mich beste Rockband der Welt. Deep Purple ist einfach ein Statement. Das ist halt einfach wie Beethoven. Das ist einfach Klassik, das ist etwas, das ist Weltmusik. Tolle Musiker, Ian Pace an den Drums, ist mega, einer der besten Drummer, würde ich sagen. No Need to Shout von 2020. Ein neuerer Song der Band, die sich 1968 gründete, um den Weg zum Hard Rock und Heavy Metal zu ebnen. Also der Sänger ist gut, der Bassist ist gut, das Schlagzeuger ist gut. Eine Liveband, wie sie es heute eigentlich nicht mehr gibt, weil die sehr frei spielen, teilweise improvisationsmäßig. Das war die erste Band gewesen. Ich komme aus dem Osten. Und das war schon phänomenal. Ihre einmalige Mischung aus Kreativität und Perfektion an den Instrumenten macht sie zu lebenden Legenden. Sag mal, was willst du da erzählen? Das ist halt einfach dieses Erlebnis, du stehst da und weißt, du erlebst hier Weltgeschichte. Und das ist etwas, wo ich sage, berührt mich. Kann ich gar nicht anders sagen. Deep Purple live im Stadtpark oder unter dem Strich, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Eine Band und ein Phänomen.